Herzlich willkommen, es ist wieder zu weit. Der Seitentester ist zurück nach einigen Monaten wieder mit einem Seitentest in einem neuen Schläger. Es ist der Wilson 6-1 Team und zwar der 16-18er mit einem Gewicht von 289 Gramm. Ein kopflastiger Schläger. Den Wilson, muss ich sagen, wirklich toll entwickelt hat, liegt gut in der Hand, ist leicht zu handeln und trotzdem merkt man eigentlich diese 289 Gramm gar nicht. Man denkt sich, der hat doch an die 300 Gramm. Ja, ist ein bisschen kopflastig und absolut top Gerät. Derzeit der Schläger meiner Wahl. Welche Seite haben wir drinnen? Es ist dies, die Pacific X Sight 1,25, eine Poly, mittlerer Härte, sage ich mal. Ich habe sie mir eigentlich auf gut Glück bestellt, aber dachte, okay, probieren wir es einmal wieder von Pacific etwas. Eine relativ teure Seite. Das Set kostete 18,90 Euro und die 200 Meter Rolle, sofern es jemanden interessiert, die ist dann im Bereich so 220 bis 260 Euro. Also ziemlich unerschwinglich das Ganze. Bespannungshärte hier in dem 613er Kopf 25-24 ist okay. Kurz einmal zu den Eigenschaften der Seite. Also beim Einspielen habe ich schon gewusst, okay, wenn man ein bisschen eine Eigenkraft entwickelt und die hat, dann ist die Seite gemütlich zu spielen, geht auch nicht unbedingt in den Arm. Man muss wirklich etwas tun bei dieser Seite. Beim ersten Schlag habe ich mir gedacht, ein bisschen stumpf, ein bisschen hohl, da geht nicht viel da weiter. Aber wenn man einen schönen Schwung, einen schönen Zug reinlegt, und dann ist sie, bekommt man eine schöne Länge in die Schläge. Also von den Grundschlägen her hat mir die Seite schon gefallen. Wobei 25, 24 ist wirklich das absolute Limit hier. Seite ist ja keinesfalls in den Arm gegangen. Was mir bei dieser Seite aufgefallen ist, dass der Sweet Spot hier im Vergleich zu anderen Seiten ziemlich eng ist. Verzeiht sehr wenig, wenn man hier bei dieser Seite die Schläger nicht voll im Zentrum trifft. Also das ist mir speziell hier aufgefallen. Mit den Grundschlägen war ich recht zufrieden. Der Service kam eigentlich mit Schnitt weniger gut rüber im Vergleich zu anderen Seiten. Das brachiale Flat Surf, da war ich recht zufrieden. Der Volley kam sehr stabil rüber, da war ich zufrieden. Beim Slice, da gab es bessere Seiten. Es war ein sehr kontrollierter Slice, aber so mit einer multifilen Seite oder mit einer Darmkombi hatte ich schon wesentlich schönere, tiefere Slice gespielt. Stabilität und Härte ist die Seite einfach top, da kann man nichts sagen. Also die Seite hält bis vor kurzem, ich habe sie jetzt fast 6 bis 8 Stunden gespielt, die hat die Stabilität, also das ist top, die Härte, da ist nichts runtergegangen. Ich muss sagen, auch sie verliert auch von Anfang an relativ wenig. Seiten verrutschen, so gut wie nicht vorhanden. Armschonung, ich denke, bei diesem Gewicht geht es noch, aber passt auf, übertreibt es nicht mit Gewicht. Also 26, 27, 28 Kilo würde ich euch absolut abraten davon, so hoch mit dem Spanngewicht zu gehen. Es gibt leider von dieser Seite keinen On-Cord-Clip. Ich habe nicht die Zeit mehr dazu gehabt, dass ich die Kamera wieder auf den Platz genommen habe. Power Level, wenn du eine Kraft hast, kann man ein ordentliches Power Level entwickeln. Und die Preis-Leistung, das habe ich jetzt auch vorher schon angesprochen, ist mir einfach zu teuer. Also das geht schon über Luxilon, teilweise über Luxilon-Preise hinaus. Keinesfalls würde ich mir hier noch ein Set kaufen. Ich habe es einmal probiert. Pacific ist bekanntlich keine günstige Marke. Die Seiten sind einfach teuer. Also die Spin-Eigenschaften sind vorhanden. Mir ist trotzdem der Ball, also die Bälle teilweise immer versumpert.
und ich habe keine Länge zusammengebracht. Also das war so das Overall, was mir persönlich bei der Seite nicht so gut gefallen hat. Ich habe einfach keine gute Länge zusammengebracht mit dieser Seite. Weil ich doch mehr mit dem Spin arbeite, vielleicht bei Spielern, die einen einfach geradlinigeren Schlag haben, könnt ihr es einmal probieren. Ich persönlich würde da einige andere Seiten der Pacific X-Seite vorziehen. Es gibt von dieser Seite auch noch eine 1,30er, das ist dann sicherlich ein extremer Strick, die würde ich auch nicht spielen. Ja, das wäre es eigentlich jetzt so gewesen von dieser Seite. Jetzt nicht der Überreißer. Mir persönlich, für das, was sie kann, ist sie mir einfach zu teuer. Ich denke aber, wenn ich eine Seite spielen will, wo er sagt, er hat ein geradliniges Spiel, er möchte eine Seite haben, die absolut die Stabilität hält und nicht kein Seitenverrutschen gibt und qualitativ sehr gut ist, dann kann ich mir durchaus diese Seite empfehlen. Ansonsten probiert es einfach mit günstigeren Seiten, wie zum Beispiel von Signum Pro oder eventuell von Luxidon oder Babolat, die sind sogar noch eine Spur billiger. Ja, okay, das war es eigentlich zu der Pacific X-Site, X und dann Bindestrich und dann Z-I-T-E, so schreibt man das. Und ich bin sicherlich wieder in der nächsten Zeit back on court, beziehungsweise mit einer neuen Seite hier in diesem Wilson BLX-61-Team. Viertel auf Wiedersehen.